Umrammt von der Bergwelt des Salzburger Lungaues liegt in rund 1000 Meter Seehöhe der Golfclub Lungau. Und eines gleich vorweg, schon bei der Ankunft und der ersten Übersicht kommt hier Urlaubs- und Wohlfühlstimmung auf. Die 27-Loch-Anlage wurde in den 1990er Jahren behutsam in die Landschaft integriert und bereitet Anfängern wie Fortgeschrittenen gleichermaßen Freude. Vor dem Spiel noch schnell in den gut sortierten Shop die Ausrüstung auffrischen und dann geht's auf die Runde. Wir spielen den 18-Loch-Meisterschaftskurs, ein Par-72-Kurs mit allem, was sich ein Golfer wünschen kann. Lange Par-3, anspruchsvolle Par-4, 3 Par-5, alles gespickt mit Bunkern und Wasserhindernissen und dennoch ist der Platz sehr fair auch zu weniger geübten Spielern. Überraschenderweise sind sämtliche Spielbahnen auf sehr flachem Gelände, was man bei Ankunft aufgrund des Bergsaums nicht vermuten würde. Der Lungau zählt mit zu den sonnenreichsten Gegenden Österreichs und auch wir sind in den Genuss dieses Klimas gekommen. Die Spielbahnen sind sehr gepflegt, was wohl unter anderem dem Umstand zu verdanken ist, dass jeder Greenkeeper sozusagen die Pflegepatenschaft für bestimmte Bahnen innehat. Mittelgroße und ebenso schnelle Grüns ermöglichen ein gutes Ergebnis in Sachen kurzes Spiel. Die Spielbahnen sind gut beschildert und stellen eine gute Orientierung für den Greenfish-Spieler dar. Jetzt aber mal ein paar Landschaftsimpressionen zum Genießen. Zurück zum Spiel und zur Bahn 18, die den Beinamen Long Way Home trägt. Und dieses Par 5 mit 479 Metern von Gelb kann tatsächlich lang werden, denn man braucht hier schon einen guten Drive und einen ebensolchen zweiten und dritten Schlag, um das Green, das von mächtigen Bunkern bewacht ist, in Regular zu erreichen. Am Ende aber findet jeder Ball sein Ziel und einem gemütlichen und kulinarischen Ausklang am 19er steht nichts im Wege. Ob der Chef persönlich oder die charmante Kellnerin das Bier zapft, ist Nebensache, denn es schmeckt nach der Runde auf jeden Fall. Auch die Küche hat einiges zu bieten und es sollte für jeden Geschmack etwas dabei sein. Und während die einen auf der Sonnenterrasse relaxen, sind die anderen noch fleißig auf der Driving Range, dem Putting Grün oder der Chipping Area. Die Golfpros sorgen für den richtigen Schwung. Während des Aufenthaltes unseres Kamerateams war im Golfclub Lungau auch Nachwuchsarbeit angesagt. So, hier neben mir in St. Michael, Thomas Neureiter, Golftrainer und Leiter der Aktion Hello Juniors. Hello Thomas, kann ich nur sagen, schön, dass wir uns hier sehen. Ihr habt ja eine super Aktion hier in St. Michael mit Kindern. Genau. Diese Aktion geht vom ÖGV aus und der ÖGV lädt die Volksschulen ein, dass die Volksschulen auf den Golfplatz kommen und da mal das Golfleben, Golfspiel schnuppern. Ja, ist eine ganz wichtige Arbeit, die Kinder- und Jugendarbeit, damit der Golfsport in Österreich ein bisschen vorwärts kommt. So ist es. Leider leidet Golf noch immer unter den Vorurteilen, dass es ein Altherrensport ist. Wir versuchen mit dieser Aktion den Kindern die Motivation zu geben, dass Golf Spaß macht, dass es cool ist und vor allem, dass es actionreich ist. Wie ist denn die Tendenz und die Erfahrung jetzt am heutigen Tag mit den Kindern? Macht Spaß? Ist total lustig mit den Kindern. Sie sind sehr bei der Sache konzentriert. Das, was ja auch in der Schule ganz ein wichtiger Faktor ist, dass sich die Schüler konzentrieren. Und wir haben ein total tolles Glück heute Abend im Wetter. Alles passt super zusammen. Wunderbar, dann wünsche ich euch noch einen schönen Golftag hier in St. Michael. Alles Gute. Dankeschön. Die Kinder waren mit Eifer bei der Sache und konnten bereits das eine oder andere Erfolgserlebnis verzeichnen.
Natürlich war viel Spaß an der Tagesordnung, den wir auch allen Clubmitgliedern und Greenfish-Spielern in Zukunft wünschen. Vielen Dank fürs Dabeisein.